Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Bevor das Licht der Götter die Welt erhellte, herrschte Finsternis und sie wurde von Titanen beherrscht. Nach einem gewaltigen Krieg riss Zeus den Himmel an sich und schickte die Titanen ins Exil. Für alle Ewigkeit sollten sie eingesperrt sein. Die Länder wurden gereinigt und die Sterblichen gediehen. Doch Überheblichkeit kommt oft vor dem Fall. Und Gewalt kann selbst das Gefängnis eines Gottes öffnen. Und damit Servus und Hallo zu Titan Quest Ragnarok. Ich bin voll hebelig. Ich habe gerade gesehen, dass es rausgekommen ist. Heute zufällig das Update gesehen und dachte, geil, neues Titan Quest Add-on. Also ich muss schon sagen, seitdem THQ Nordic das Ganze übernommen hat, ist es richtig cool, weil die machen richtig was. Die haben just die Anniversary Edition rausgebracht, wo ein paar Fans natürlich zu Recht gesagt haben, es ist halt ein neues Spiel, wofür sie extra wieder 20 Euro verrechnet haben. Hab's mir damals aber im Sale gegönnt für 5 Euro. Und jetzt bringen sie einen neuen DLC raus, der um die 15 Euro gerade in Aktion kostet. Ich find's richtig geil. Sie lassen diese Marke nicht sterben. Und frische Erweiterungen für das beste Action-RPG der Welt können nie schlecht sein. Was heute ein bisschen schlecht ist, ist meine Audioqualität, denn ich habe gerade in dem Moment gesehen, dass mein Mikro scheinbar Schrott ist. Vielleicht kam das auch mit den ganzen Windows-Updates durcheinander, ich habe keine Ahnung, es tut mir etwas furchtbar leid. Ich stream auch nebenbei, also willkommen an Dr. Winter, den sehe ich schon im Stream. Hallöchen! Ein ehemaliger Rimworld-Zuschauer. Wir werden uns Titan Quest jetzt mal gönnen. Ich bin jetzt aber auf euer Feedback angewiesen, wie es aussieht tontechnisch. Könnt ihr mir mal schreiben, wie das Ganze ist. Ich weiß, es ist nicht die gewohnte Qualität, aber naja, ich hätte jetzt sonst den Stream nur ausfallen lassen können. Und ich habe so viel Bock aufs Spiel. Ja, da muss ich da jetzt wohl durch. Ich glaube, dass es jetzt eine neue Klasse gibt. Deshalb werde ich einfach mal einen neuen Spieler erstellen. Ja, komm, come on, Ragnarik, weil wo ist irgendwie selbstsprechend. Blub. Du erschaffst einen Helden, der Bezug auf Stufe und Reichtum für die Abenteuer im Norden bereit ist. Die Reise beginnt am Anfang des Ragnarok-DLC. Ja, das klingt gut. Ragnarik, Valvo, wir erstellen mal einen Helden. Ich bin schon äußerst tibbelig. Ich bin schon mega gespannt, wie es laufen wird. Stufe 40. Und ab geht's ins DLC. Human Heroes. So mighty. So brave.
Na, ist das geil? Ist das geil? Sogar gleich mit Intro. Das ist ja ein Wahnsinn. Zwischensequenz und Titan Quest? Selten der Fall. Ich bin hin und weg. Geil, geil, geil. Warst du vorhin auch schon da? Nö, war ich nicht. Ja. Du wurdest an den richtigen Ort gebracht. Oh Hell. Wenn du durch das Reich des Hades gereist bist, werden die heilenden Wasser unseres Meisters dir neue Kraft spenden. Trinke und wasche den Gestank des Todes von deinem Leib und deiner Seele. Schreibt's mal gerne noch, wie es passt von der Lautstärke. Ich werde vielleicht noch ein bisschen weiter rauf gehen vom Sound, damit wir mehr erfahren. Tempel des Asklepios, das heißt, wir sind wieder zurück in Griechenland, nachdem wir aus der Unterwelt rausgekommen sind. In Immortal Throne waren wir da unten, haben Hades besiegt und sind jetzt scheinbar wieder zurück, und Griechenland ist sowieso um einiges cooler. Das ist, da fühle ich mich jetzt schon wie zu Hause. Ich habe noch keine Items. Sehr schön. Das Tutorial werden wir gleich mal ausschalten. Das werde ich nicht brauchen. Bin auf Stufe 40. Gaunerei Runen. So, ich bin gespannt. Die Kriegsschamanen des Nordens beschreiben ihre Waffen und Rüstungen mit magischen Runen. Oder wirken diese auf dem Boden, um das Schlachtfeld zu kontrollieren. Sie ziehen Kraft aus dem Rauch des Kampfes und sind so fähige Nahkämpfer und Zauberwirker. Okay, das ist dann scheinbar eine neue Meisterschaft. Die werde ich auch gleich mal wählen. Richtig nice. Richtig, richtig cool. Runenwaffe, was machst du? Intelligenz erhöhen. Runenwort. Angriffsgeschwindigkeit und erforderliche Stärke für alle Waffen. Das ist immer cool. Sieht nämlich so aus, als wären wir ein Intelligenzcharakter. Ja, das kommt hin. Mal ein bisschen was leveln. Wir haben ja noch ein paar 119 Erfahrungspunkte. Warte, dann kann ich ja gleich mal hier alles aufbringen. So. So ist schon um einiges besser. Gut, wir packen mal die ganzen Skills rein, die passiv sind. Einfach mal richtig, so wird's gemacht, ohne zu schauen, was die genau auslösen. ja, machen wir das einmal. Energierüstung, Wächtersteine, beschwört einen Treuid aus mächtigen Runensteinen. Mit Elementarblitzen, ja, beschwören, immer geil. Gerne. Beschwört und beschwört. Ihr beschwört gerne. Edmauer und den Wächter. So. Donnerschlag, Donnerschlag klingt gut. Donnerschlag klingt nach einem mächtigen Ritter. Da hauen wir gleich mal was ein. Und gleich mal voll verskillen. So. Ausgezeichnet. Donnerschlag kommt bei uns auf den rechten. Können wir scheinbar nur casten, sobald Gegner da sind. Das ist eine Mauer. Okay. Sehr schön. Ich habe noch überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Oder von dem Add-on. Aber wir werden es gemeinsam erleben. Ich bin äußerst hibbelig. Titan Quest Ragnarok. Wir haben sogar Geld. Geil. Toll, toll, toll. Übergabebereich ist auch fast leer. Das ist auch cool. Können wir genug speichern.
Und die Übersetzung ist auch schon da, also alles tippitoppi. Sei gegrüßt, Held. Welch Glück, dass ich dir hier begegne. Die Kunde deines Triumphs über Typhon hat mich erreicht. Und auch, dass die Olympia tatsächlich fortgegangen sind. Dank dir vertrauen sie nun endlich der Menschheit. Wie Prometheus selbst es vor so langer Zeit getan hat. Ich hätte mir nicht träumen lassen, das zu meinen Lebzeiten noch erleben zu dürfen. Nach dem Zeitalter der Titanen und dem Zeitalter der Götter ist nun wahrhaftig das Zeitalter der Menschen angebrochen. Durch Hades Verrat haben wir jedoch gelernt, dass unsere Arbeit, das Reich der Sterblichen zu beschützen, niemals getan ist. Es ist eine große Ehre für die Menschheit, sich selbst überlassen zu werden. Aber auch eine große Herausforderung. Stolz drauf. Stolz bin ich auch drauf. Eine super Leistung gegen den Typhon, wie er da genannt wird. Und wir kommen wieder an einen Friedhof raus. Innenstadt von Korinth, das kennen wir noch nicht. Das ist auf jeden Fall neu. Tut mir leid, das Hafenviertel ist gerade gesperrt. Naja. Der Stadtwache. Alles klar, ne? Würde mich nicht wundern, wenn das gleich wieder offen ist. So, sehr schön. Wir haben die ersten Gegner. Und wir kriegen gleich mal mächtiger auf den Sack, weil. Ja, ich muss noch fleißig skillen. Nice, schön. So fängst du richtig an. Das ist eines Profis würdig. Ja, ganz vergessen, Attributspunkte zu verteilen. Machen wir das erstmal. Erstmal ordentlich Gesundheit reinballern. Energie kann auch nicht schaden bei dem Helden. 28, ja, machen wir noch mehr Gesundheit. Dann Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, noch mehr Intelligenz. Ich weiß übrigens noch nicht, was ich für als zweit Prophecy nehmen werde. Wenn ihr da Tipps habt, lasst mich das gerne wissen. Und dann werde ich mal die Skills auch noch mal ganz kurz durchschauen. Kraft aller magischen Fähigkeiten erhöht. Plus 3% Gesamtschaden. Ist eigentlich ganz nice. Und das scheint auch nicht zeitlich gebunden zu sein. Und das ist dann immer cool. Das packe ich dann da rein, die Runenwaffe. Verwebe große Mengen Energien zu einer magischen Schutzschicht, die dich nach einem Begleiter gegen physische Angriffe schützt. Okay, wäre gar nicht so schlecht für den Anfang. Machen wir da noch was Passives. Sieger des Schicksals. Schaden gegen Geräte und Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Gut, der Donnerschlag. Wahrscheinlichkeit zu durchschlagen, feuert 5 Geschosse ab, plus Gesamtschaden. Gute Sache. Meine Waffe ist halt viel zu mies, um wirklich Nahkampfschaden zu machen. Ich hoffe, dass da relativ bald was droppt. Ansonsten muss ich mich ausrüsten mit Waffen, die ich in meinen anderen Accounts habe. Okay, da gibt es ein bisschen Elementarschaden, nichts Besonderes. Sei gegrüßt, Bürger. Wie du weißt, haben wir Aristokraten immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Öffentlichkeit. Doch die Konferenz, die Feierlichkeiten und andere Angelegenheiten beanspruchen uns sehr. Bitte fass dich also kurz. Warte, du bist der Held, der die Generäle der Monsterarmee besiegt hat? Das ist eine Ehre. Vertreter aus verschiedenen Städten haben deinen Namen erwähnt und wie du ihnen allen während der Krise geholfen hast. Man hat uns nicht gesagt, dass du heute hier sein wirst. Du solltest an den Feierlichkeiten teilnehmen. Vielleicht kannst du eine öffentliche Rede halten. Das Volk soll seinen Helden sehen. Übrigens,
Du könntest uns noch bei einer Kleinigkeit helfen, wo du gerade hier bist. Wir wollten niemanden unnötig beunruhigen, aber wir haben eben erfahren, dass im nördlichen Hafen von Lechajon Unruhe herrscht. Ein Dockarbeiter hat eine wirre Geschichte erzählt, wie Meeresuntiere sein Lagerhaus geplündert hätten. Die Wachen ermitteln bereits, aber könntest du der Sache nachgehen? Meeresungeheuer, kein Problem. Wir sind mit der Hydra ja auch fertig geworden. Also der Charakter noch nicht, der ist frisch geschlüpft und hat gleich mal von den kleinen Krähen auf den Sack bekommen. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Korinth, der Norden. Okay, alles klar. Wäre interessant, ob wir auch zurückreisen können, theoretisch. Weil ganz neu ist der Charakter. Theoretisch müsste das doch möglich sein. Aber gut, vielleicht ist es wie bei den Add-ons von Guild Wars zum Beispiel, wo man zuerst die Add-ons durchmachen muss und dann gibt es eine Querverbindung. Das könnte sein. Schauen wir mal, was Leonidas sagt. Den kennen wir ja auch noch vom Hauptspiel. Junger Krieger, es ist schön, dich wiederzusehen. Ich sagte dir, unsere Armeen würden standhalten. Und so ist es geschehen. Und nicht nur in Athen. Gemeinsam haben wir diese widerwärtigen Monster zurück in die Schatten gedrängt. Wir sind nun vereint mit unseren griechischen Brüdern. Nie wieder werden uns kleinliche Rivalitäten entzweien. Was mit Paseron geschehen ist, ist eine Tragödie. Und das Land braucht weiterhin mutige Soldaten, die es beschützen. Die spartanische Disziplin wird wieder gefragt sein. Doch vorerst gönnen wir uns einen Augenblick der Rast, um diesen Sieg zu ehren. Und jene, die ihn errungen haben. Ja, ich kriege Erfahrungspunkte, obwohl ich noch nichts beigetragen habe. Sehr schön. Das sind immer die geschenkten schönen Erfahrungspunkte. Hoffentlich gibt es keine Questkämpfe gegen diese blöden Flugviecher da draußen. Da habe ich noch ein bisschen Bammel. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Da komme ich nicht rein. Gut. Die Stimme ist gleich geblieben. Schade, dass da nichts rumliegt. Das wäre eine tolle Erneuerung von Titan Quest, wenn einfach mal eine Waffe da rumliegen würde im Startgebiet. Bisschen Geld habe ich noch. Theoretisch könnte ich mir auch was kaufen. Ah ja. Ein möge Hermes dich auf deinem Weg begleiten. Ich habe ja noch überhaupt keine Rüstung. Hermes wäre gar nicht schlecht. Dann wäre ich wenigstens ein bisschen fixer unterwegs. Aber könnte eine interessante Herausforderung werden. Gut, dass ich keinen Hardcore-Charakter spiele, der wäre gleich tot. Da ist mein Grabstein. Also die Mechanik ist auch noch immer dieselbe. Grabstein einsammeln, dann gibt es wieder ein bisschen Erfahrungspunkte zurück. So, eventuell kann ich sie sogar reinlocken und von irgendwem vernichten lassen. Praktisch gibt es hier keine Stadtwachen. Der dreht wieder um. Okay, gut zu wissen. Boah, ist das eine lange Cooldown. Extrem lang. Flatsch, nimm das. Oje, das kann ein bisschen länger dauern. Das kann ja ein bisschen länger dauern, bis die Gegner down sind. Mit dem Null Schaden. Das ist so geil. Das ist so cool. Okay. Muss man da was anderes überlegen. Oh. Grafikglitches. Was macht genau der Vogel hier? Verschwindet, taucht wieder auf. Verschwindet wieder, taucht wieder auf. Und bewegt sich witzig. Okay. Gut, wir haben noch keine Heilung. Gut. Da kommen wir auch noch nicht rein. Hat auch, dass jetzt keiner sagt, du bist einfach viel zu schwach dafür. Kehre um und komme nie wieder.
Ist übrigens blind, wird sich aber wahrscheinlich keiner wundern. Kam ja heute raus. Ist ja nett, dankeschön. Die Wache hätte aber ruhig ein Rufzeichen vertragen, denn sie ist ja wichtig. Normalerweise sind die ohne Rufzeichen nur die optionalen, die man einfach ansprechen kann. Ja. Und da haben wir schon den ersten Gegner. Ich mache jetzt die Superfike-Taktik. Ich lasse ihn reinkommen und schau dann, dass ich dann sterbe. Genau, das war genau der Plan. So. Alles klar. Gut, ich glaube, ich brauche wirklich Rüstung. Was haben wir denn? Wir haben Intelligenz 174. Dann werde ich mich mal ganz kurz ins Hauptmenü begeben. Und mal anfangen, mich irgendwie auszurüsten, damit ich da diesen Winter überstehe. Theoretisch hätte ich auch Charaktere, die noch keine zweite Meisterschaft haben und noch keine erste Meisterschaft, aber die sind noch nicht so weit fortgeschritten im Spiel. Das heißt, ich müsste mit denen die ganze Hauptstory nochmal durchmachen und eigentlich bin ich eher scharf drauf, was das DLC denn so zu bieten hat. Stufe 40 sind wir. Intelligenz 330. So ganz kriegst du gleich noch nicht hin. Hey Dago, willkommen im Stream. Ihr hörst es, möge Hera dir wohlgesonnen sein, Dago. Hallöchen. Titan Quest, es gibt ein neues DLC. Ich bin voll gehypt. Hab mir auch gleich einen neuen gemacht. An was erinnert dich dieser Name, Dago? Ragnar Rick Valvo. Passend zum neuen DLC-Namen. Was du gerade verpasst hast, ist, dass ich mega im Sack bekommen habe, weil ich gleich in dem neuen DLC gestartet bin, auf Stufe 40, ohne verteilte Fähigkeitspunkte. Und ohne verteilte Attributspunkte. Und ohne Items, wie man da sieht. Also, ja, da gibt es mal mächtig am Sack am Anfang. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen verteilen in Intelligenz und mir eventuell überlegen, was ich für eine Zweitklasse nehme. Ich habe noch 66 ungenützte Fähigkeitspunkte. Und hallo, Forverse, willkommen im Stream. Was sind die Skills der Runen, des Runenmeisters? Ja, die können wir uns mal ganz kurz anschauen. Hier haben wir die Runenwaffe. Im Reich des glorreichen Kampfes lässt sie jeder ihrer erfolgreichen Treffer tiefer in einen ekstasischen Geisteszustand versinken, wodurch sich die Kraft aller magischen Kraft erhöht sich der magischen Fähigkeiten. Gut, was haben wir dann? Eine magische Aufladung. Die Kraft, die sie im Kampf ansammeln, lässt Flammen aus Elementarmagie über die Runenwaffe zögern und schlägt sich auf den Angreifer über. Okay, klingt so ein bisschen wie das, was der Krieger hatte mit seiner Raserei. Dann haben wir einen Energieentzug, fortgeschrittene Inschrift auf der Waffe, lässt sie gegen Gegner ihre Wissenskraft entziehen, wodurch die eigene gestärkt und der Kampfesmut des Gegners geschwächt wird. Ja, recht unspannend. Und Transmutation. Ein Meisterrunenschmied ist in der Lage, die Natur seiner Waffe selbst zu verwandeln, wodurch bloßes Metall zu einer Manifestation von Elementarmagie wird. Waffenschaden wird Elementarschaden. Ja, eigentlich auch recht unspannend, finde ich. Außer man kombiniert es zum Beispiel mit so einer Elementar
Klasse, also eine Elementarmeisterschaft, zum Beispiel Sturm, Erde oder Sturm oder Erde, genau. Gut, was haben wir als nächstes? Heilige Raserei. Im Kampf verwundet zu werden, beschleunigt nur die Geschwindigkeit, mit der sie in Raserei verfallen, weshalb Gegner, die ihnen keinen Todesstoß versetzen konnten, den Versuch schon bald bereuen. Bleibt aktiv, solange die Gesundheit niedrig bleibt. Das ist für mich perfekt. Hey Sayobe, willkommen im Stream. Wird aktiviert, wenn das Leben unter 40% sinkt. Das ist natürlich immer nice. Schadensabsorption ist auch immer super. Aufladezeit reduziert sich um 10%. Coole Sache. Dann haben wir furchterregende Macht. Wenn sie in Rage verfallen, stoßen sie einen furchterregenden Schrei aus, der weniger starke Gegner in die Flucht schlägt. Das könnte ich eigentlich gleich wieder entskinnen. Ich hasse es nicht, wenn die Gegner fliehen. Gut, in der Kombination mit wenig Gesundheit eventuell ganz brauchbar. Wird er nur aktiviert, wenn zu wenig Gesundheit da ist, dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn die Gegner auch mal fliehen können. Ja, es kam neue DLC raus. Ich bin voll gehypt. Heute gerade. Muss unbedingt gespielt werden. So, furchtlose Offensive. Diejenigen, die dem Pfad des Berserkers folgen, kämpfen mit dem Geist eines wütenden Tiers und scheren sich nicht um die taktischen Feinheiten eines Schildes, sondern greifen mit Waffen in beiden Händen an. Okay. Das heißt, man könnte es eventuell doch als Krieger kombinieren, die ganze Sache. Das ist aber auch das Allergeilste an Titan Quest, finde ich. Dass man halt zwei Meisterschaften hat und dass man die halt so geil kombinieren kann und wirklich alles eigentlich Sinn macht. Es gibt Skills, die unterstützen Nahkampf, Fernkampf, Magie, Schaden. Das ist das Beste an Titan Quest. Dann haben wir eine Energierüstung. Verwebe große Mengen Energie zu einer magischen Schutzschicht, die dich und nahe Begleiter gegen physische Angriffe schützt. Ha, ha, wir brauchten das. Wir brauchten sowas. Runenwort Federgewicht. Die grundlegende Gravur verringert das Gewicht einer Waffe oder eines Schildes, wodurch die Klingen führen können. Sehr gut. Erforderliche Stärke für die Waffen reduziert sich. Toller Skill. Da packe ich gleich noch einen Punkt mehr rein. Runenwort Explosion. Waffen, die mit den mächtigen Runen beschrieben sind, können mit einem Treffer eine Druckwelle freisetzen und so mehrere Gegner treffen. Gut. An sich gar nicht schlecht. Ich glaube, da packe ich auch mal mehr Skill, mehr Punkte rein. Dazu passend haben wir Brennen, lässt Schläge mit intensiver Hitze explodieren und Geschosse in brennende Fragmente zerbersten. Verbrennungsschaden für 3 Sekunden. Packen wir noch was Zweites rein. Runenwort Absorption. Verzaubert einen Schild oder einen Stab mit einer Fähigkeit, die Energie gegnerischer Schläge und Zauber zu absorbieren und sie den eigenen hinzuzufügen. Schildregenerationszeit und Energieabsorption. Also für alle eigentlich was dabei. Wenn man mit Schild spielen möchte, ist das ganz praktisch. Und wenn man mit zwei Waffen kämpfen möchte, gibt es hier auch eine Möglichkeit. Cool, cool. Donnerschlag, eine arkane Waffentechnik, die die Kraft des Donners kanalisiert und so mehrere Gegner mit erschütternder Macht trifft. Wahrscheinlichkeit, den Feind zu durchschlagen, feuert 5 Geschosse. Ja, Donnerschlag finde ich mal Hammer, allein weil ich so ein Donner-Fan bin. Das müssen wir auf jeden Fall reinpacken. Da haben wir hier schon das Maximale. Und Entfesselung entfesselt die volle Kraft des Blitzschlages, um gegen einen großen Bereich einen Stromschlag zu versetzen und sie benommen zu machen. Gut, ja, Verwirrung ist wieder so eine Sache. Bin ich nicht so geil, wenn die Gegner davonlaufen, planlos herumlaufen, weil eigentlich mag man es eher mal ganz gern fertig machen, wenn man gerade einen aufgeladenen Angriff zum Beispiel hat. Siegel des Schicksals. Nutze einen Moment der Konzentration, um ein komplexes Siegel auf dem Boden zu zeichnen, das mit enormer Kraft explodiert. Schaden gegen Geräte, Elementarschaden haben wir da noch dabei und Reduzierung der Lebenskraft. Ja,
Boah. Nachwirkungen. Der Schock einer Explosion hinterlässt selbst die Überlebenden in gebeutelten und verwundeten Zustand. Reduzierte Rüstung, Widerstandreduktion, Wahrscheinlichkeit für ein ungenaues Ziehen, Fertigkeitsstörung, Verlangsamung für bla bla. Naja. Brauche jetzt, glaube ich, mal nicht skillen. Runische Minen zeichnet einen Kreis aus defensiven Runen auf dem Boden, die explodieren, wenn Gegner auf sie treten. Ah, bisschen wie die Fallen. Funktioniert ein bisschen wie die Fallen von der Assassine, oder war das? Von Gauner. Also auch durchaus hier eine Kombinationsmöglichkeit. Elementarschaden. Und gefrierende Minen. Verstärkt den Aspekt des Eises. Runische Minen, wodurch Gegner verlangsamt oder eingefroren werden. Okay. Naja, das wäre auch eine Idee. Mache ich eher ungern, die Gegner wo reinlaufen zu lassen. Ist nicht so meine Lieblingsmechanik, weswegen ich auch beim Gauner das eigentlich selten nutze mit seinen ganzen Fallen. Ich nutze eher die Gift-Variante. Und dann haben wir noch Rune des Lebens. Zeichnet die Rune des Lebens auf einen selbst oder Verbündete, um gegen dunkle Magie zu schützen und die Ausdauer zu erhöhen. Gut, da haben wir wieder was, was auch für die für PvE oder PvP ganz praktisch wäre, also in Kombination mit wem anderen online, das würde ich sagen. 5% Stärke, 10% Bewegungserhöhung, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal. Kann gar nicht schaden, mehr Stärke zu haben. Und das werde ich auch irgendwo mehr safen, Rune des Lebens. Ja, und dann noch zwei Skills, die ich schon mal geskillt habe. Da haben wir die Menhirmauer. Ich werde eine Barriere aus niedrigen Runensteinen, um Gegner zu behindern und abzulenken. Hat eine gewisse Lebensdauer. Das ist ganz praktisch, zum Beispiel bei Bosskämpfen. Einfach mal hinstellen und die Bosse klatschen die Mauer. Okay. Schade. Ich habe zuerst nur gelesen Beschwören und dachte, boah, geil. Der hat also auch Tiere. Scheint aber ihm derweil noch kein Tier zu haben. Schauen wir mal, was die Wächtersteine sind. Beschwört einen Troll aus mächtigen Runensteinen. Beschwört einen Troll? Troll aus mächtigen Runensteinen, die auf magische Weise alle Gegner angreifen, heilige Ort beschützen. Das hat eine gewisse Lebensdauer. Es ist aber auch nicht wirklich ein Tier. Steht aber nicht da, was es ist. Ich überlege jetzt nur gerade, wenn man nämlich zum Beispiel Traumfähigkeit nimmt, die Traumklasse, die dann auch die ganzen Schadenswerte von den Verbündeten erhöht, ob das zum Beispiel dann auch auf das hier geht, auf diese Wächtersteine. Die ja eigentlich verbündet sind, aber andererseits ja halt keine Wesen sind. Also Kriegsführung wird schon durchaus Sinn machen, glaube ich. Zweihändig könnte schon Spaß machen. Aber ich glaube, noch mehr Sinn macht fast so richtig auf Magie zu gehen, sprich Sturm oder Erde. Traum wäre auch eine Idee. Gerade die Kolossform zum Beispiel. Ne, Koloss, war Kolossform Verteidigung oder Traum? War gleich Verteidigung, die Kolossform. Aber Traum war Rückstoß, dieser Anpirschen und Schaden machen Move, der auch richtig cool ist. Gaunerei wäre interessant wegen den Fallen. Ansonsten sehe ich noch nicht wirklich eine Kombination mit Natur. Naja, länger leben mit Jagd. Weiß ich noch nicht.
Und Geist sehe ich dabei auch noch nicht wirklich den Sinn dahinter. Außer dem mächtigen Angriff, den es bei Geist gibt. Also lasse ich es, glaube ich, dabei erstmal so. Die Verwirrung brauche ich nicht unbedingt. Verteidigung ist cool aus. Ja, danke, Vorwurf. Ja, Sayobe. Wer hätte gedacht, dass es nochmal was Neues kommt? Ja, ich war auch wirklich überrascht, hättest mein Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich vorher gesehen habe, dass da was Neues da ist von Title Quest. Das gibt es ja schon Ewigkeiten, das Spiel seit 2000 circa. Ja, dann ist THQ pleite gegangen, dann wurde ewig nichts gemacht mit den Rechten, die, ich weiß gar nicht, wo lagen, bis sie letztendlich von THQ Nordic aufgenommen wurden. Dann kam die Anniversary Edition raus. Die war schon ziemlich cool, weil die auch ein riesiges Changelog hatte. Da habe ich immer mal ein extra Video dazu gemacht. Also, die haben sich wirklich extrem viel angeschaut und extrem viel verändert. Ja, und jetzt kommt wirklich noch ein neues DLC raus. Also, unglaublich. Das überrascht mich echt. Und top, Hut ab, was THQ Nordic mit seinen Rechten macht, die sie erworben haben. Top, top, top. Hab's eh vorher gesagt. Titan Quest ist einfach mein Lieblings-Action-RPG. Das macht so viele Dinge richtig. Macht so viel mehr Spaß als andere Spiele. Und da freue ich mich riesig, dass dann Add-on rauskommt. Muss aber sagen, derweil finde ich diese Runenmeisterschaft noch nicht wirklich prickelnd. Also, die Skills lesen sich auch noch nicht so spannend. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, was Grim Dawn auch hatte. Was ja der geistige Nachfolger zu Titan Quest war. Dass die Skills sich alle recht unspannend gelesen haben. Und mit Steampunk kann halt auch nicht jeder was anfangen. Von dem her war Grim Dawn ganz nice, aber ich habe es dann doch eher wieder weggelegt. Da finde ich die nordische Mythologie schon spannender. Und die Runenmeisterschaft ist dabei noch nicht wirklich sehr sprechend, sehr selbstsprechend, was so die ganzen Skills betrifft. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt Folgendes. Ich hole mir ganz oldschool meine Zettel her und schreibe mal auf, was ich für Stärkewerte habe. 100 Intelligenz. Sind wir auf 182. Und Geschicklichkeit auf 106. So. Und jetzt gehe ich mal auf die Suche, ob ich ein passendes Item finde für mich.